Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Karte Marsch. Wir werden jetzt noch ganz schnell den letzten Ballen in die BGH reinbringen, was noch übrig geblieben ist. Das war Nord. Wie schon feststellt in der letzten Folge, der Hopfen ist verdorrt. Und alle anderen Früchte, die nicht. Da ist eine kahle Stelle. Glaubst du gar nicht. Na jedenfalls, das ist alles geworden. Also Grunde ist mit Mitte Winter entsprechend alles weg. Gut Deutsch. Aber das ist ja für mich immer nebensächlich. Ein Ball war gewesen auf die andere BGH, ein Ball war hier. Okay. Nicht so schlimm. Jetzt können wir mal wieder abstellen. Den brauchen wir vorläufig nicht. Den LKW brauchen wir schon. Jetzt fahren wir los und holen das ganze Holz. Weil das wollen wir jetzt verkaufen. Ne? Wir können es ja nur an Sägewerk verkaufen. Wir haben ja kein eigenes Sägewerk. Wir produzieren auch noch nichts. Das wird sich persönlich für mich persönlich auch nichts rentieren. Der Hafer habe ich auch nicht gekeimt. Gut, das nicht mal tragisch. Ich hatte nur angefangen mit der ganzen Geschichte mit Aussaat neu und so, dass ich, falls doch die Vierfachkarte nicht so schnell kommt wie erwartet, dass wir da entsprechend noch was machen können. Also wenn jetzt einer sagen würde, jetzt ey, die 4K-Karte wird leider erst in 4 Wochen was, dann könnte ich sofort im Frühjahr, also im Prinzip na, im Winter nicht, aber sobald es im Frühling kommt und die Aussaat beginnt, dann könnte ich sofort Weizen und die ganze Geschichte einbringen in die Erde. Weizen, Gerste. Ja, alles kein Thema. Das ist ja im Grunde alles schön, alles, das Gras ist alles weg. Das Gras, was ich noch hätte gestern mähen können, theoretisch, ist jetzt komplett hinfällig. Ist auch nur gut. Im 17. war es ja so ähnlich, dass wenn das Winter kam, das Ganze, also überall wo Gras war, im Prinzip, dass da plötzlich alles weg war. So, hier ist eine Stelle bei, die ist komplett. Hab ich da nicht ausgesehen? Hier war das kalt. Das ist hier. Verdorrt sein. Raps. Null. Gut, das ist mir auch im Grunde egal. Ja, schon im Winter ist gefährlich, im kalten Wasser reinzugehen. Ne? Siehe Erkältung. Aber gut, wir haben hier Lufttemperatur von 11 Grad. Wir haben einen sehr, sehr, sehr milden Winter. Aber Rasenmähen müssen wir deswegen noch lange nicht. Ich werde heute mal sehen, ob wir einen Bäumenverkauf kriegen. Den Rest dann noch morgen. Dann noch ein Lager bisschen ausverkaufen noch machen. Aber ein bisschen was drin. Machen wir dann morgen. Also beziehungsweise morgige Folge. Ja, unser schöner. Ein paar Bäume haben wir schon gepflanzt. Ganz klein Mickring hier.
hinfällig. Aber das werden wir sofort nachholen, und zwar den Augenblick, wo wir das hier verstarten werden. Entschuldigung. Dann werden wir das entsprechend auch alles machen. Erstmal fällen. Ist ja klar. Wir müssen ja mal Platz schaffen. So. Mal schauen, ob wir eine richtige Seite haben. Wir müssen mal hier was verstellen. 7 Meter, normalerweise 6, da haben wir 12. Die Hälfte. Das sollte funktionieren. Kurz abladen. Aufladen. Gut, dann haben wir 2 Meter Stämmer gemacht. Dann machen wir 6,50. Dann ist das nicht ganz so dramatisch. Wie lang jedenfalls. Wenn wir langsam fahren, dann geht einigermaßen noch rauf. Wir müssen ja nicht weit fahren, das ist gut dabei. Ich persönlich bin kein Freund von Verkaufspunkten. Ich versuche eigentlich so realitätsnah so möglich zu arbeiten. Es geht komplett nicht anders. Also hier mit dem. Da leider die Physik im Spiel nicht so hundertprozentig hinklappt, wie man sich das vorstellen könnte oder wollte, dass die Funktion des Aufladens von Holz ein bisschen schwierig wird im Spiel. Das mag ja verschiedene Gründe geben, warum es so schwierig ist. Aber da kann man sich leider auch sagen, okay, dann machen wir halt die Funktion Aufladen per Automatik. Das ist ein Kompromiss. Sonst wäre das ja auf Dauer überhaupt nicht tragbar, das zu machen. Ne? Die kriegen auch alle rauf. Ja. Das war nicht alles, was ich haben wollte, aber gut, egal. Wird ein schöner Betrag werden. Sollten 2 Meter sein. Oder sollten eigentlich 11 Meter sein. Aber in 2 Meter sind das auch egal. Gar nicht auszudenken hier mit der Zambo Oktober. Tja, wenn es ein Jahr weitergeht, vielleicht ein bisschen mehr. Dann könnte schon der 21er kommen. Das war nicht viel Geld. Das sind schon viele kleine Bäume gewesen. Gut, wir haben 2 Millionen. Immerhin, ne? So. So, kurz die Seite ändern und wieder aufladen. Gut. Mein bisschen Wald ist ja hier noch. Aber ich muss sagen, das soll auch realistisch sein. Das heißt, es wäre ein großer Blödsinn, wenn ich jetzt einen Wald kaufen würde und dann nicht mehr schaffen würde zu fällen. Denn das wäre ja finanziell nicht gerade sinnvoll. Möchte ja eigentlich, wenn ich einen Wald kaufe, auch Gewinne rausbringen. Das heißt,
Kommt man eigentlich auch gelegen, dass der Wechsel jetzt gerade im Winter kommt. Denn wenn ich jetzt theoretisch jetzt schon Frühling wäre und wir hätten schon die ersten, müssten schon wieder aussehen, dann würde ich die Ernte auch noch mitnehmen wollen. Denn das investierte Zeit und auch Gelder, kann man sagen, muss sich ja hinterher auch rentieren. So viel rausholen. Bäume, wenn ich vorsichtig, da fallen die Fahrzeuge leicht um. So, geladen enden. Wenn wir jetzt weiter wegfahren würden, würde ich nochmal genau beladen. Aber wir haben es ja direkt um die Ecke. Ich hab's gesprochen und schon fahren wir um. Guter LKW hat sich aufgerichtet. Ist ja auch ein bisschen ungünstig gefallen. Das ist hier jetzt äußerst blöd. Und ich habe keinen Radlader. Starke Bau habe ich auch nicht drauf. Carambolage. Ja, das wird nix. Tja, das wird nichts. Ja, gucken wir mal. Das wollte ich ja vermeiden. Wir haben ja hier ein paar schöne Radlader. Wir werden einen ausleihen. Ja, der ist schon mal schön. Was hat er hier für eine Geschwindigkeit? 472. Ja, gut, okay. Dann muss man mal gucken, meine Gabel besorgt kriegen. Zurück. Eine Gabel. Kompaktlader, Radkonfrontlader. Eine simple Gabel. Das funktioniert, weiß ich nicht. Könnte sein. Das mieten wir auch. Boah, das hat keinen Zweck, da kriegen wir nicht hoch. Aber das hat leider das Problem mit dem Gleichgewicht. Wo ist die Gabel? Ja, gut, okay. Ist ein bisschen klein geraten, die Gabel. Ne? Aber gut. Irgendwas müssen wir haben zum Anhängen. Ne? Ja. Das geht auch nicht. Klar. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Den Rest schauen wir uns morgen an. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Bis dann. Ciao, Winke Winke.